Was Freunde, willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute ist das Licht ein bisschen dunkler als sonst, weil ich heute auf die gruseligsten Videos reagiere und weil heute Halloween ist. Und jetzt ist genau 3 Uhr nachts und diese 3 Uhr Nacht-Challenge gab es mal vor 4 Jahren oder so. Aber das will ich jetzt auch mal nachmachen, weil ich das noch nie gemacht habe. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Video und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches Video ihr am gruseligsten fandet. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich mal zeigen, dass es wirklich 3 Uhr nachts ist. So kann man das, glaube ich, am besten erkennen. In letzter Zeit passieren seltsame Dinge vor meiner Haustür. Auch an. Das Video heißt. Boah, Alter. Das Video heißt 10 gruseligsten Video, die um 3 Uhr nachts aufgenommen wurden. Andere Menschen haben so etwas schon erlebt. Die folgenden gruseligen Überwachungsaufnahmen versetzten die Hausbesitzer in Panik. Was ist das, Alter? Was ist das? Panik. Von einem Mann, der 3 Stunden lang eine Türklinke leckte, bis zu einem Mann, der nachts spionierte. Seid ihr bereit? Hier sind 10 gruselige Dinge, die vor der Eingangstür aufgenommen wurden. Ey, ich bin der größte Schisser bei sowas, ne? Und ich geb mir das einfach um 3 Uhr nachts auch noch. Der Stalker. Dieses beunruhigende Video wurde erstmals 2018 veröffentlicht. Ein Mann nähert sich der Eingangstür mitten in der Nacht. Er murmelt irgendetwas vor sich hin und sein Verhalten wird immer verrückter, je länger er vor der Tür steht. Fremdenhaustür, Alter. Was macht der? Stellt euch mal vor, ihr hört so Geräusche, ne, vor der Haustür so, ihr geht so dahin und guckt einfach aus diesem Loch raus, auf einmal seht ihr sowas. Ich würde einfach, glaube ich, in Ohnmacht fahren oder sowas. Was suchst du in einer fremden Haustür um 3 Uhr nachts, Alter? Dann klopft er an ein Fenster, bevor er zur Kamera zurückkehrt, um weiterhin sein Unwesen zu treiben. Junge, geh einfach nach Hause, bitte. Geh einfach nach Hause, Alter. Geh einfach nach Hause. Ey, Junge. Er geht zurück zum Fenster und es scheint so, als würde er das Fenster öffnen wollen. Dann kann man eine Frau aus dem Inneren des Hauses hören. Sie schreit dem fremden Mann zu, dass sie nun die Polizei anrufen wird. Der Mann behauptet daraufhin, dass er auf der Suche nach seinem Hund ist. Ich glaube, dass dieser Mann eine psychische Störung hat, oder ist er nur ein verrückter Stalker? Was denkst du? Ein Einwohner in Colorado meldete sich bei der Polizei und gab an, er habe Überwachungsvideos von einem Mann, der in das Fenster seiner Frau spähte. Bei der Durchsicht des Filmmaterials konnte die Polizei den Mann im Fenster spähen sehen. Zunächst versucht er, die Haustür zu öffnen. Als das nicht klappt, kehrt er zum Fenster zurück, um die Person im Haus weiter zu beobachten. Zum Glück wurde der Mann als 36-jähriger Garrett Brown identifiziert und verhaftet. Lasst euch das eine Lehre sein, dass es immer gut ist, sicherzustellen, dass eure Türen verschlossen sind, auch wenn ihr zu Hause seid. Jenna und Laura waren im Wohnzimmer, als sie plötzlich laute Schritte direkt vor ihrer Haustüre hörten. Es waren die Schritte einer fremden Frau, die eins der Fahrräder der Familie stiehlt. Stop that! Hey!
Ob sie es zurückbekommen haben, ist nicht bekannt. Diese Killer-Clowns, Horror-Clowns, Alter. Ich weiß nicht, warum es sowas überhaupt gibt. Oder halt diese Menschen, die sich als Killer-Clown verkleiden und einfach mitten auf der Straße stehen bleiben. So, und dann einfach mal die Leute bzw. die Autos hinterherrennen. So, Junge, was ist deine Mission, Alter? An den gruseligen Trend aus dem Jahr 2016 erinnern? Die Rede ist von den Horrorclowns, die weltweit Menschen verängstigt und bedroht haben. Es gab einen Fall in Amerika, bei dem die Überwachungskamera einen solchen Clown aufgenommen hat. Zu sehen ist ein gruseliger Clown, der im Schatten steht und Luftballons hält. Er geht weiter zur Tür und starrt verstörend in die Kamera. So schnell er auch erschienen ist, so schnell ist er wieder verschwunden. Dabei dreht er sich noch einmal um und starrt auf die Kamera, bevor er um die Ecke verschwindet. Also das fand ich jetzt auch nicht schlimm, aber ich fand das erste so, keine Ahnung, Alter, keine Ahnung. Da würde ich mich schon so erschrecken, ne, wenn ich halt durch dieses Loch da von der Tür halt durchgucke, aber keine Ahnung, der andere war einfach in diesem Loch fast drin mit seinem Auge. Diese Überwachungskamera zeigt eine Frau, die vor einem Haus lauert und sich sehr seltsam verhält. Sie nähert sich der Tür, wird dann aber von einem vorbeifahrenden Auto überrascht. Sie versucht sich normal zu verhalten, um nicht auf sich aufmerksam zu machen. Sie wartet, bis das Auto vorbeifährt und nähert sich dann wieder der Türspionkamera. Diesmal... Hier ist auch vorbei, ne? Ciao. Was ist deine Mission, Frau? Was ist deine Mission, Alter? Versucht sie, die Überwachungskamera zu beißen. Was die Frau damit bezwecken möchte, ist mir ein Rätsel. Vielleicht habt ihr eine Idee, was die Frau hier für ein Ziel verfolgt. Einige dieser Aufnahmen waren gruselig oder zumindest sehr seltsam. Aber was ihr nun seht, ist eines der verrücktesten Dinge, die ich je gesehen habe. Guckt mal seine Fresse erstmal an. Am 8. Januar 2019 erwischte die Kamera in der kalifornischen Wohnung von Sylvia und Dave einen Mann, der zu ihrem Haus ging und ungefähr 3 Stunden lang an der Tür leckte. 3 Stunden lang? 3 Stunden lang, Alter? Die Polizei sagt, dass dieser Mann auch bei den Nachbarn vor der Tür stand und durch den Türspion ins Haus guckte. Außerdem soll er auch die Weihnachtsdekoration aus dem Garten gestohlen haben. Sylvia und ihr Mann waren während des Vorfalls nicht zu Hause, obwohl ihre Kinder im Haus schliefen. Der 33-jährige Mann wurde später als Roberto Oro identifiziert und wegen geringfügigen Diebstahls und Herumtreibens angeklagt. Was das Ganze noch gruseliger macht, ist, dass er zu wissen scheint, dass er von der Türklingelkamera gefilmt wird, während er direkt hineinstarrt. Also, aus welchem Grund leckte Roberto an der Türklingel? Was denkst du? Keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie Klingelfetisch oder so. Digga, geh doch einfach schlafen, Alter. Nachdem Jeff Davis seine Kinder ins Bett gebracht hatte, erhielt er eine Benachrichtigung, dass jemand an seiner Haustür war. Nachdem er die App geöffnet hatte und sich die Aufnahme anschaute, war er schockiert. Dann würde ich sagen, das war's mit meinem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Und wie gesagt, das Video findet ihr in der Infobox. Ihr könnt euch das alleine angucken oder sonst was. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.